Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Wir widmen uns heute Zubehör für die Innenraumreinigung, was einem die Arbeit extrem erleichtert und womit ihr relativ viel Zeit spart. Ich denke, es sind so ein paar Must-Have-Produkte. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Mehr nach dem Intro. Viel Spaß. Ich habe es eben gesagt, wir widmen uns heute so ein bisschen dem Zubehör, wenn man so richtig harte Innenraumreinigungen hat. Zumindest dem Zubehör, was wir so hier bei uns in der Aufbereitung benutzen. Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal keine Detailing-Sticks oder Kopflampen oder Bürsten, sondern ich meine so richtiges Zubehör im Sinne von Staubsauger-Zubehör, im Sinne von Zubehör für einen Kompressor. Solche Baustellen. Wofür wir das verwenden und warum ich das so gut finde, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt einfach mal in diesem Video. Los geht's! So. Das kleine Teil hier kennt ihr ja schon aus unserem Top 5 Außenaufbereitungszubehör-Gedöns. Ist jetzt hier so eine kleine Tornador. Die ist relativ süß, die ist relativ knuffig. Kriegt man schon für einen richtig schmalen Teil auf Amazon. Nehmen wir sehr, sehr gerne um, ich sage jetzt mal zwischen Tür und Sitz und da, also überall, wo so kleine, filigrane Stellen sind, da wirklich den Schmutz rauszublasen. Denn man glaubt gar nicht, wie viel Dreck und Sand sich in so einem Innenraum festsetzt und was man da teilweise wirklich mit dem Staubsauger und allen möglichen Bürsten nicht entfernt bekommt. Das Ding ist wirklich extrem geil. Ich komme eigentlich überall hin und ich kann vor allem mal hier schön sauber die ganzen Armaturen abblasen, Fächer und. Also einfach mal wirklich den Schmutz rausholen, der ein bisschen tiefer sitzt. Auch sehr, sehr gut geeignet, wenn ich verschiedene Geruchsvernichtungsprodukte einsprühe, zum Beispiel Biofresh oder Microbe Duo, einfach nochmal kurz hinterhergehe und ich wirklich möchte, dass der Reiniger tief ins Textil eindringt. Kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, es ist kein Riesenäumel, so wie hier, aber hat trotzdem gut Dampf und ich komme, wie gesagt, gerade für Innenraumreinigung um Polster, Dreck und was weiß ich. Also den ganzen tief sitzenden Schmutz einfach mal rauszublasen, um ihn dann aufzusaugen, ist das Ding hier wirklich super. Optional kann man natürlich auch so ein Teil hier nehmen. Das ist auch, ich sage jetzt mal, eine Tornador von Parkside-Lidl. Das Ding hat 10 Euro gekostet. Ich bin hier ganz ehrlich, also wenn ihr sagt, ihr möchtet ein bisschen Reiniger aufblasen, kann man das getrost vergessen. Also selbst mit dem etwas größeren Stahlwerkkompressor hat das Ding eigentlich so gut wie keine Power. Dafür kann man das eigentlich echt in die Tonne treten, gerade für den Preis. Ich weiß, es ist günstig und wenn ihr nur bei euch zu Hause eine Couch macht oder ein Auto von innen oder sowas, ja, kann man das durchaus machen. Da ist es dann okay, aber ich sage jetzt mal, für den wirklich gewerblichen Bereich würde ich das zumindest nicht für die Anwendung nehmen. Wofür das allerdings gut geeignet ist, ist auch hier ähnlich wie die kleine Tornador hier. Ihr könnt das sehr gut zum Ausblasen verwenden, denn ein großer Vorteil ist, wenn ihr das relativ nah an das Textil haltet und durch diese Bürsten, die wir hier an der Seite haben, wird der Schmutz nicht in alle Himmelsrichtungen geblasen, sondern relativ gezielt punktuell gehalten. Und das Absaugen ist nachher natürlich viel einfacher, weil wie gesagt, das ist nicht überall im Innenraum, sondern relativ zentral immer noch. Wie gesagt, dafür ist die gut geeignet. Ich sag mal, ein bisschen Druck und so hat die dann auch schon. So ist es jetzt nicht, aber ich würde es nicht für die Nassanwendung nehmen. Also wenn ihr sagt, okay, eine echte Tornador ist euch zu teuer für einmal im Jahr, kann man die durchaus nehmen, dann ist es okay. Aber ich sag mal, alles, was in den intensiveren gewerblichen Bereich übergeht, würde ich es nicht verwenden. Aber für so Trockenanwendung ist die wirklich nicht schlecht. Ich sag mal, bei 9 Euro macht man jetzt auch nicht, ist jetzt nicht so viel Geld, was man da wegschmeißt. Das ist dann schon okay. Wie gesagt, dafür geht die schon, kann man durchaus verwenden. Die nächste Baustelle, die wir haben, was wir auch immer sehr gerne für intensivere Fälle verwenden, ist die SGR. Ist von SG Maschinen tatsächlich, also SGR ist von SG Maschinen, ist im Prinzip genau das Gegenteil wie so ein Tornador oder sowas hier. Dieses Gumminupselteil hier wird, also das bläst den Schmutz und durch dieser Gumminupsel wird in einer extremen Geschwindigkeit immer hin und her geschleudert und dadurch fräse ich mir sozusagen den Schmutz aus den Textilien raus. Ich würde das oder ich verwende es sehr, sehr viel für Fußraumgeschichten und meinetwegen auch für Sitze. Ich würde aber aufpassen damit,
dass ich nicht so unbedingt gegen Gummi, Kunststoff und empfindliche Materialien komme. Wie gesagt, Fußraum, ihr kennt das Problem, wenn da jetzt wirklich Sand und sowas extrem tief drin hängt. Es ist schon sehr, sehr mühselig, das da herauszubekommen. Und da ist man meistens auch mit allen möglichen Bürstenaufsätzen stundenlang beschäftigt. Mit der hier geht das echt gut. Wie gesagt, ihr fräst euch den ganzen Sand raus. Ein bisschen der Nachteil ist natürlich, der Sand verteilt sich natürlich auch wieder überall im Innenraum. Das ist aber dann halt eben, ich sag mal, wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber dafür lässt er sich viel, viel leichter einsaugen. Einziger Nachteil auch bei der Maschine ist halt, das muss ich dazu sagen, ihr braucht schon einen Kompressor, der wirklich Dampf hat, der wirklich Power hat, der auch diese konstante Barleistung hält. Wenn ihr so einen kleinen verwendet, wie ich den eine Zeit lang benutzt habe, dann macht das genau einmal und das war's. Bei den großen ist es sehr entspannt, gehe ich einfach auf Vollleistung, was er kann, und dann fräst die sich da durch. Da seid ihr aber auch halt, ich sag mal, wirklich im Kompressorbereich, also ich sage jetzt mal ab 700 Euro aufwärts muss man dann schon rechnen. Da braucht man wirklich Power. Das ist so der einzige Nachteil, so gut die auch ist und so zeiteffizient man damit natürlich auch arbeiten kann. Das muss man vorher wissen, bevor man sagt, okay, ich hole mir genau dieses Teil. Ihr braucht einen Kompressor mit Dampf. Ansonsten, cooles Teil, kann ich auch empfehlen. Also wenn ihr wirklich zeiteffizient arbeiten möchtet, ist das ja schon mal eine sehr gute Wahl für alles, was Richtung Innenraum ist. Ja, und dann bleiben wir, sind wir auch schon direkt beim Punkt. Ich hatte es eben gerade gesagt, das Thema Bürstenaufsätze ist jetzt eher ein Thema so, ja, kann man haben, muss man nicht. Ich finde die beiden Dinge aber echt cool. Das ist speziell für Kärcher-Staubsauger, ist das hier so ein Bundle für einen schmalen Taler. Kostet, ich glaube, zum meinen irgendwas zwischen 13 und 15 Euro für die beiden Bürsten. Ich finde die allerdings sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier einmal eine Bürste, die extrem fein ist. Ist jetzt natürlich super geeignet, wenn ich hier Armaturenbretter, Lenkräder und nun einfach mal so, ich sag jetzt mal, den groben Staub runtersaugen möchte. Verursacht auch, ich sag jetzt mal, auf normalen Kunststoffoberflächen keine Kratzer. Nicht auf Hochglanzkunststoffflächen verwenden, bitte. Wir wissen, wie es ist, da verwendet alles. Alles erzeugt auf diesen Flächen Kratzer. Da würde ich es nicht verwenden, aber ich sag jetzt mal, Wald, Wiesenfahrzeuge, hier solche Geschichten wie im Hintergrund, die schon ein bisschen älter sind, ist das einfach super, um mal wirklich hier von den ganzen Armaturen so den groben Staub runterzublasen. Wie gesagt, weiche Bürsten und einmal hier diese weiße hier, die hat relativ harte Bürsten. Vorteil ist bei der, die Bürsten sind sehr kurz. Wenn diese Bürsten relativ kurz sind, werden die nicht so schnell flach gedrückt, sondern die Bürsten können wirklich arbeiten. Großer Vorteil hier, ich bekomme einfach den Dreck sehr, sehr gut aus Fußraum, Fußmatten und raus. Ich kann mir das auch nochmal so ein bisschen hier im Winkel drehen, also entweder natürlich, ich sage jetzt mal gerade, oder dann bin ich in so einem, ich sage jetzt mal, guten 45 Grad Winkel, komme nochmal schön an die Bürsten ran. Ich kann das auch hier nochmal ein bisschen besser halten. Also ich muss sagen, dieses Bürstenbundle für den Staubsauger ist für mich, also gerade für den, ich sage jetzt mal, günstigen Preis auch wohlgemerkt, eine absolute Empfehlung. Da könnt ihr gerne auch mal auf Amazon gucken. Also ich biete das ja jetzt nicht selber an, also ihr könnt ja bei Amazon ruhig mal schauen, gebt das mal in der Suche ein. Findet ihr das? Ist absolut zu empfehlen, ist wirklich top. Schaut euch die ruhig mal an, sind sehr geil, benutze ich eigentlich generell bei jeder Aufbereitung, weil ich sage jetzt mal, im Innenraum bin ich dadurch sehr schnell fertig. Ja, ihr seht, unser ganzes Zubehör, was wir so, ich sag mal, für eine wirklich intensive, schnelle Innenraumreinigung verwenden, bei, ich sage jetzt mal, wirklich stark verschmutzten Fahrzeugen, ist schon sehr kompressorlastig, und genau so machen wir jetzt auch weiter. Das hier ist etwas, da muss ich mich, will ich mich beim Patrick einmal bedanken, von Carshine in der Nähe von Schweinfurt. Liebe Dank, oder mal vielen Dank dafür. Der hat mir das Ding hier empfohlen, der hat mir das auch damals bestellt. Das ist unser AliExpress Hunter, ist das. Das Ding ist richtig cool, das ist so ähnlich wie ein Rotador von Tornado, nur ich sag jetzt mal der asiatische Nachbau. Das Ding hat gekostet, ich glaube, irgendwas zwischen 10 und 15 Euro, also eigentlich ein echter Schnapper. Ist eine Kombination aus, ich verwende es für den Staubsauger und für den Tornado. Großer Vorteil hier ist, ihr seht schon, ich habe hier einen Druckluftanschluss, und genau an dieser Stelle kommt der Staubsauger rein. Und hierüber, über diesen grünen Gasgebeschalter, kann ich die Druckluftzufuhr steuern. Dieser Butzel hier dreht sich dann konstant mit Druckluft im Kreis, ähnlich wie die kleine Pistole hier. So muss man sich das dann ungefähr vorstellen.
und fräst den ganzen tiefsitzenden Schmutz aus den Textilien auf. Während, dadurch, dass ich hier hinten einen Staubsauger mir anschließe, gleichzeitig der Schmutz abgesaugt wird. Das ist ein wirklich cooles Gerät, sag ich mal. Es ist aufgrund von der Bauform schon, ich sag jetzt mal, ich würde es als handlich schon bezeichnen. Das ist jetzt nichts anderes, wie als wenn ich mit dem Staubsauger arbeiten würde. Ist halt super geeignet, wenn ich wirklich Dreck habe, der intensiv ist, der wirklich ganz tief im Textil drinne hängt, geht extrem schnell. Wichtig hier natürlich ist, das muss ich auch dazu sagen, A, ihr braucht einen Kompressor natürlich, der Dampf hat, und B, es muss schon gerade auflegen, weil wenn ich einmal so verkante, bläst es mir den Schmutz in alle Himmelsrichtungen. Also es muss schon immer gerade aufliegen und dann funktioniert dieses Prinzip mit Druckluftblasen aufwirbeln und gleichzeitigem Absaugen echt wirklich gut. Ist etwas, das ich gerade für diesen Preis auf AliExpress, glaube ich, oder Alibaba oder so, also eins von beiden, ich glaube AliExpress war es, absolut empfehlen kann. Da müsst ihr einfach mal suchen und finden. Also ich habe keine Ahnung, wie das Ding bei AliExpress heißt, aber ich denke, die eine etwas intensivere Suche wird da schon auf jeden Fall das Ganze fündig machen. Schaut da einfach mal rein. Wie gesagt, ich glaube im Schnitt 15 Euro. Also ich kann das echt empfehlen. Selbst wenn das Ding 30 Euro kosten würde, kann ich es immer noch empfehlen. Weil einfach dieser Faktor an Zeit, den ich mir hier spare mit, ich sage jetzt mal, gutem Equipment, ist eigentlich unbezahlbar. Selbst bei Baustellenfahrzeugen, die extrem siffig sind, wo es halt wirklich auf Zeit ankommt, da ist man schon echt dankbar, wenn man sowas hat. Und ich sag mal, wir brauchen eigentlich auch nicht länger wie ein halber Tag, kann man sagen. Selbst wenn sie echt dreckig sind, weil wie gesagt, hat man die richtigen Materialien, ist man immer schnell dabei und ich kriege aus jeder Situation sozusagen immer den Schmutz sehr gut entfernt. Ich habe mich in diesem Video bewusst dafür entschieden, kein Sprühextraktionsgerät oder einen Staubsauger oder sowas zu zeigen, weil das sind eigentlich so Sachen, die sind selbsterklärend. Da kann ich euch jetzt nichts Neues sagen. Ich dachte, das sind jetzt einfach mal so Sachen, die ein bisschen spezieller sind, die vielleicht nicht jeder kannte. Und dementsprechend könnt ihr euch das sehr gerne mal natürlich angucken. Ja, schaut einfach mal, ihr habt ja gesehen, was das alles ist. Ein Teil ist unten verlinkt, ein Teil eben nicht. Ja, müsst ihr einfach selber mal kurz suchen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr konntet mal so ein bisschen so manches Equipment für euch selbst finden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben und wir sehen uns in diesem Sinne zum nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.